Ja, Leute, herzlich willkommen bei Silverfeld Games and More. Ich bin der Flo, wir sind zurück bei Final Fantasy 9. Wir sind immer noch im Ort der Erinnerung und wir haben letzte Folge den Boss Kali besiegt. Und ja, wir werden weitergehen, gucken, was uns noch Schönes erwartet hier. Sieht ein bisschen aus wie Alexandria da, ne? Schon haben wir eine Cutscene. Sag bloß, das ist Alexandria. Warum steht hier das Schloss Alexandria? Ja, das heißt ja auch Erinnerung, ne? Da haben wir nochmal kurz Alexander gesehen. Und kaputt. Was ist passiert, Mampf? Ich habe nichts gesehen. Logisch nicht, das ist ein Ort der Erinnerung. Du warst zu dem Zeitpunkt ja gar nicht da. Ja, stimmt, wo war sie eigentlich? Kuya versucht sich Alexandrias zu bemächtigen, um sich mir zu widersetzen, weil er vor 10 Jahren vor einem Ereignis erfuhr. Von einem Ereignis erfuhr. Okay. Was haben wir hier? Beste Waffe für unsere kleine Aiko. Kam nichts Neues. Ja, wir haben ja auch mit ihr schon alles erlernt. So, Speicher müssen wir nicht zwingend. Was ist, weil die stehen keine Truhen und nichts rum. Ach, da kommen wir so einen nervigen Affen hier. Ragnarok anlegen. Kaiserhelm, was haben wir hier noch? Nichts mehr. Kann man noch Kannibale erlangen? Kriegerrüstung, das war auch schon die beste. Ich will, wer du noch hast. Okay. Ein Sturm. Das sieht ein bisschen aus wie ein Mercier hier. Ah, guck hier, ist wieder so ein Geist, oder? Also man sieht es nicht, man kann aber mit dem Karten spielen. Und das werden wir nochmal machen, die haben immer gute seltene Karten noch, die mir noch, oder die ja, uns noch fehlen. Ja, ist Invincible, die Hildegard 1 und Alexander, bitte. Ja, ich muss anfangen. Schleifenkarte oder ein Haarband, ich weiß nicht, wie das hier heißt, nur Haarband. Ne? Cool. Ja. Der hat ja auch mal 0 Magieangriff, aber B und 8 Verteidigung, der ist übelst krass. Sehr schön. Sehr schön.
Ja, damit haben wir das schon quasi gewonnen. Wir können uns eine Schleimkarte nehmen. Ja, ich nehme mal denn die hier unten. Ich will noch eine Partie, vielleicht hat er ja noch eine andere Karte. Verteidigungswerte sind natürlich bombastisch, ne? Guckt euch das mal an, B und A. Da haben wir keine Chance. Aber eben kein Angriff. So, können wir noch eine bessere nehmen? Was ist noch dazu? Okay. Jo, danke, mein Freund. So. Können wir alles absuchen? Das scheint nicht so. Was Stahl ist. Hey, seid vorsichtig! Wo wollt ihr denn hin bei diesem Unwetter hin? Pass auf, die Strömung ist viel zu stark! Lilly, die wollen bei dem Unwetter raus auf die See. Wir müssen sie retten. Aber wie? Ach, das war alles nur eine Illusion. Das ist ja auch klar, woher sollte sie auch die Erinnerung haben? Haha, nicht so gut. Das ist doch meine Erinnerung. Warum konnte sie dann sie ebenfalls sehen? Weil du ihm das erzählt hast? Sag mal, ist sie da an? Was gibt's, Lilly? Sie dann, das war gerade keine Illusion. Was? Dann war das kleine Mädchen im Boot. Du, Lilly? Aber wie konnte ich die Erinnerung denn auch sehen? Eine Erinnerung, die nur du haben solltest, Lilly. Tja, ich weiß nicht. Garland, Alter, was soll der Quatsch? Ey, sitzt du auf den Ohren oder was? Und? Ach so. Ich sah in den Bestias Gaia eine große Gefahr, als ich vom Volk der Esper erfuhr, die sie seit über 500 Jahren die Bestias erforschen, musste ich mich ihrer entledigen. Vielleicht hat ja sie dann damals Namadain Sari zerstört. Oh, was denn nun? Sollte nicht so lange dauern. Das Ziel sieht auch schon normal Monster 9090 ab. Das finde ich sehr schön. So, gehen wir mal weiter. Das ist noch eine Cutscene. Dieses Auge. Ja, es ist das Auge, das manchmal auf den stürmischen Meer sah. Sidan, kannst du mich hören? Oh, Sidan, die Erinnerungen, die dein Auge wahrgenommen haben, sind deine eigenen, nicht die Garnets. Wie soll ich das verstehen? Ich habe doch gar keine Erinnerung an irgendein stürmisches Meer. Du scheinst noch nicht zu begreifen, aber du wirst es bald. Ja, ich sag doch, Sidan war das. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Soll das heißen, dass ich auch fremde Erinnerungen besitze? Rede, Garland. Es besteht keine Eile. Wenn du bereit bist, die Wahrheit zu akzeptieren, werden die Antworten von selbst kommen. Zur Zeit, wo der allzerstörende Krieg vor dem Ausbruch stand, wurde eine gigantische Kraft beschworen. Eine Kraft, die so groß war, dass sie von den Beschwörern selbst nicht bezügelt werden konnte. Das Volk fürchtete sich vor dieser
zu mächtigen Kraft, teilte die Kristallperle in 4 Stücke und verschwand. Hoffend, diese Kraft bis in alle Ewigkeit verbannt zu haben. Aha, das ist ein Rätselgesülze. So, hier links haben wir noch die beste Waffe für Magon. Und jetzt sollte gleich der nächste Bosskampf folgen. Da ist er auch schon. Tiamat. Ihr konntet also Kali besiegen, ich, der Mann. Werde konnte ich nicht lösen. So. Aber wir gucken mal, was Schopper abzieht. Das sollte eigentlich Federstufe geklaut. Ist da. Oh, ist die dann natürlich keine Lampe, die ich kann. Das vor uns war. Schicke Flöte hat es ja nicht länger. Thank you.
werde jetzt mal ein bisschen das Tempo erhöhen. Na gut, dann werden wir mal das hier halt hinbereiten gleich. Wunderschön. So schön ist das. Diebstahl fehlgeschlagen. Ach, das ist alles. Eisgar-Klinge. Das war's schon. Wir haben keine Chance für den Buben. AP, wunderbar, Buckelschweif noch dazugekommen. So, dann würde ich sagen, gucken wir noch in den nächsten Raum rein. Was wir hier finden, vielleicht noch ein Kartenspiel zum Abschluss der Folge. Supertrigger und dann machen wir gleich mal. Yeah.
Virus-Intros. So, nächsten Raum, sah was ist. Ah, hier können wir noch eine Karte spielen. Dann machen wir doch das, nicht? Und dann ist Schluss für heute. Ja, wir nehmen wieder Battle Cat. Diese Schleife, aber der hat zu wenig. Wenn die in alle Richtungen geht, er jetzt perfekte Verteidigungskarte. So, Linsenhund und Alexander und den guten Jadis. Jawoll, ich darf anfangen. Oh cool, was ist denn das? Eine Trankkarte? Die werden wir gleich mal retten. Noch schöner. Oh fuck, ey. Okay, hätte ich jetzt angefangen, hätte ich noch ein Spiel gemacht, siehst du? So. Dann nehmen wir erstmal die. Da war ich mal kurz einen kleinen Cut und zwar. Gehen wir mal raus. Und wieder rein. Aber ich werde nur noch die anderen Karten holen. Ich kann euch aber mitnehmen, ne? Egal jetzt. So, und dann gucken wir mal, ob wir die anderen Karten auch noch kriegen. So. Jawohl. Ja, fängt an, das ist gut. Oh, Isris. War nicht schlecht. Den können wir nicht besiegen mit 9M gegen eine 2er Verteidigung. Ey, wie dumm. Also wirklich. Das ist ja lachhaft. Jetzt verlieren wir auch noch. Alexander zu besiegen. Ja, klasse. Battlecat verloren. Gut, Leute, an dieser Stelle sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über einen Kommentar oder ein Abo. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht im Ort der Erinnerung. Ich werde mir jetzt hier noch die letzten Karten holen, die wir noch nicht in unserer Sammlung haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 9. Ich bin der Flo, ich bin raus.